Gäste, herzlich willkommen zur 47. Ausgabe von Gedrucktes. Und ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass ihr alle da seid, denn wir haben heute natürlich wieder einen besonderen Gast, Gregor Gysi. Herzlich willkommen. Gregor Gysi schreibt ja auch eine Menge Bücher und Sie wissen ja alle, zu Gedrucktes darf man nur kommen, wenn man ein Buch hat oder nicht nur eins besitzt, sondern mit dem man auch direkt etwas zu tun hat, nämlich entweder es selbst geschrieben hat oder interviewt wurde und das ist der Fall. Dieses Buch Gregor Gysi Ausstieg links haben ja einige von Ihnen schon gekauft und wer nachher es signieren lassen möchte, der hat dazu die Chance. Allerdings muss ich gleich sagen, Gregor Gysi hat, weil er jetzt so viel Zeit hat, heute Abend noch einen weiteren Termin, sodass er dann auch ganz schnell signieren muss. Aber das kriegen wir alles hin. Ja, 47 Mal Gedrucktes. Es ist eigentlich nicht üblich, jemanden mehrmals einzuladen, aber bei Gregor machen wir bei vielen Sachen eine Ausnahme. Aber es gibt auch einen schönen lokalpolitischen Bezug, denn du bist in meinem Wahlkreis im Oskar-Zieten-Krankenhaus geboren. Und das ist so, als Lichtenberger haben wir da engere Beziehungen auch uns schon vorgenommen. Ja, Ausstieg links können Sie nachher signieren lassen. Da gibt es ja alle möglichen Themen, die angesprochen werden. Ein Thema ist ja auch immer die der Resonanz. Du hast ja, wenn ich das richtig so mal frei wiedergebe, gesagt, du wolltest den Fraktionsvorsitz zu einem Zeitpunkt abgeben, wo der Zuspruch in der Bevölkerung hoch ist zu dir und nicht, wo er abnimmt. Und da gibt es ja auch so allerlei Umfragen. Eine Umfrage war in der BZ, also nicht Berliner Zeitung, sondern in der BZ, unter 100 Berlinerinnen im Alter von 20 bis 70. Und die Frauen sollten angeben, mit welchem Politiker sie ausgehen möchten und sogar eventuell dann diesen Politiker auch küssen. Von den 100 Frauen gaben 65 an, dass sie das mit dir gerne machen wollten. Auf Platz 2 kam Cem Özdemir, der hatte 17 Stimmen. Wie kannst du dir erklären, dass er bei der Frage nach dir trotzdem noch 17 Stimmen bekommen hat? Das kann ich auch nicht erklären. Vor allen Dingen würde ich gerne wissen, gehörst du zu den 35 oder zu den 65? Na gut, das kannst später. Du mir auch nachher sagen. Genau. Also, nein, aber ich habe das tatsächlich gesagt, aber ich meinte das nicht im Sinne von einem hohen Wert oder so, sondern die meisten Politiker gehen erst, Entschuldigung, das ist hier so, die meisten Politiker gehen immer erst, wenn sie tief im Keller sind. Ganz egal, ob ich Wobereit nehme, Kohl nehme, der sich hat abwählen lassen und so weiter. Und den Fehler, den wollte ich tatsächlich nicht begehen. Und ich habe dann so festgestellt, was ja sehr hart war, denn als ich 89 anfing, hatte ich einen derartigen Minuswert, der war von niemandem zu toppen. Und im Laufe der Jahre ist es mir gelungen, dass ich jetzt bei der letzten Umfrage beim ZDF mit Merkel auf einer Stufe stehe. Wir haben beide plus 0,9. Ja, das ist also schon ganz unwahrscheinlich. Aber ich dachte, das ist der richtige Zeitpunkt, um auch an die nächste Generation zu übergeben. Und um das gleich zu sagen, ich habe seitdem bin ich wirklich verantwortungslos, das genieße ich. Meine Kinder sagen zum Beispiel, dass ich ihnen anders zuhöre als vorher. Nicht, dass ich mehr Zeit habe, aber ich höre anders zu. Ich konzentriere mich auf ihr Anliegen ganz anders, als wenn ihr immer die Fraktion durch den Kopf geht. Aber dass ich mehr Zeit habe, das war eine Illusion. Und das hat drei Gründe. Erstens laden mich jetzt Leute ein, die mich vorher nicht eingeladen haben. Zweitens laden mich weiterhin die Leute ein, die mich schon vorher eingeladen haben. Das wird vielleicht nochmal passieren. Und drittens laden sie mich jetzt häufiger ein, weil sie ja davon ausgehen, dass ich mehr Zeit habe. Und viertens bin ich ein grottenschlechter Neinsager. Und wenn sich das alles mischt, so und jetzt habe ich die Weisung gegeben an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter per SMS erstmalig, habe ich geschrieben, ich verlange ab Beginn des zweiten Halbjahres 2016 jede Woche, also von 7 Tagen, einen freien Tag. Nicht mehr. Und ab 2017 2 freie Tage. Und weil ich nämlich festgestellt habe, das erste freie Wochenende von Freitagabend bis
Sonntagabend habe ich im Juli. Und das ist wirklich übertrieben mit 68, muss ich sagen. So, das habe ich ihnen geschrieben und haben sie mir alle geantwortet, wenn du es zulässt, gerne. Aber wahrscheinlich werden sie dann sagen, naja, erst nach dem 18. September, denn da sind ja hier Wahlen in Berlin. Ja, es gibt immer viele Gründe. Ich habe mich ja etwas zurückgenommen bei den Wahlkämpfen in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg, weil die wollten, dass ich das mache wie vorher. Eine ganze Woche da unterwegs habe ich gesagt, nein, das ist nicht mehr meine Zuständigkeit. Etwa dann bei der Öffnung, beim Abschluss und einmal noch auf zwei Veranstaltungen. Ich muss das auch ein bisschen zurücknehmen. Wenn man Verantwortung abgibt, muss man sie auch abgeben. Denn wenn du dann heimlich versuchst, weiterzuleiten, das ist ja auch eine Katastrophe, ist auch für die Nachfolger eine Katastrophe. Also das versuche ich nicht zu tun. Kommen wir nochmal zurück auf deine Beliebtheit 89. Du hast gesagt, da warst du ganz tief im Keller. Aber in dem Buch ist ja sehr schön beschrieben, dass du erstmal aufgrund einer Talkshow im Fernsehen, deiner allerersten Fernsehtalkshow, erstmal absolut beliebt warst, dass die Leute applaudiert haben, als du bei der Maueröffnung die Straße lang gingst. Und zwar ging es um eine Talkshow, um das Reisegesetz. Und du hattest dann vorgeschlagen, was du augenscheinlich stark bereuen musstest, die Leute sollen doch ihre Verbesserungsvorschläge schreiben. Was passierte denn da? Es war ja nicht eine Talkshow, sondern das war so ein Gespräch bei Oertel. Ja, Talkshow ist übertrieben. Also waren keine Gäste dabei. Und der hatte drei Gäste eingeladen aus drei verschiedenen Ministerien und mich. Ich nehme an, dass das an Schabowski lag, dass ich dort eingeladen worden war, aber ich weiß es nicht. Und dann sagten die drei, dass sie den Reisegesetzentwurf von Krenz sehr gut finden etc. Und ich sagte, nee, ich finde den halbherzig und entweder man erlaubt das Reisen oder nicht und so. Und nahm Stellung und beging ein Fehler. Und zwar kann ich den auch erklären, die Eitelkeit beherrschte mich und nicht ich sie. Das ist katastrophal. Der erste Satz ging noch. Ich sagte, also ich werde mal den anderen 14 Kollegiumsvorsitzenden, war ja noch DDR, vorschlagen, dass wir zusammen einen Reisegesetzentwurf machen. Die Mauer stand ja noch. Wann waren diese Demo? Am Alexander 4. 4. November, ja, fünf Tage dann, vorher. Dann war das am 6. Am 6. war der Montag. Und dann sagte ich, und vielleicht gefällt denen ja unser Gesetzentwurf besser als der hier offiziell vorgelegt. Und dann beging ich den Fehler und sagte, wenn Sie Ideen haben zu diesem Reisegesetzentwurf, freue ich mich natürlich, wenn Sie mir einen Brief schreiben. Und das war deshalb eine Katastrophe, weil ich am nächsten Tag 6.000 Briefe hatte, am Tag darauf auch 6.000 Briefe und das mischte sich mit Anwaltspost. Wenn sie mir als Mandant geschrieben hätte, ich soll Berufung einlegen, das hätte ich 8 Wochen später gefunden, dann wären alle Fristen verstrichen gewesen, ich würde heute noch Schadenersatz bezahlen. Mir wurde ganz schlecht. Und dann habe ich wirklich 9 Anwälte angerufen und wir haben zu 10 2 Nächte gesessen und sortiert. Reise, 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 Anwalt, Reise, Reise, Reise. Also musste immer Brief aufmachen, nachsehen, damit ich die Anwaltspost, was ja oft fristgebunden ist, nicht versäume. Und daraus habe ich gelernt. Nie wieder habe ich gesagt, darfst du dich von deiner Eitelkeit da so drängen lassen. Du musst sie beherrschen, nicht sie dich. Nie wieder, das ist gut, ja. Du hast, irgendwas brummt jetzt hier, das schon wieder vorbei, das Anwaltsthema. Es wird ja auch in dem Buch von dir dargestellt, dass, ich glaube, es war Michael Schumann, zu dir gesagt hat, du verhältst dich gar nicht wie ein Parteivorsitzender, sondern wie ein Anwalt. Wie schätzt du diese Bemerkung heute ein? Der hat recht. So war auch meine Herangehensweise. Denn zu mir kamen Leute vom Neuen Forum und fragten mich, ob ich Mitglied des Neuen Forums werden will. Da habe ich gesagt, nö. Das hatte ich gerade vertreten, weil das ja als staats- und verfassungsfeindlich galt und dagegen hatte ich Beschwerde eingelegt, war ich nicht zugelassen, dann waren sie zugelassen. Natürlich nicht, weil ich so eine geniale Begründung geschrieben habe, sondern weil die Zeit nicht mehr zuließ, sie nicht zuzulassen. Und das Interessante war, dass die mich fragten, warum nicht? Und da sage ich, ich weiß, wogegen ihr seid, da stimme ich euch zu, aber ich weiß nicht, wofür ihr seid. Das weiß ich nicht, ob wir da übereinstimmen. Und dann sagten sie, naja, wenn du aber bei uns führendes Mitglied wirst, dann kannst du ja auch ein bisschen mitgestalten, wofür wir sind. Und da sage ich, ja, das ist wahr, aber ihr braucht mich nicht mehr. Ihr seid jetzt zugelassen, euch passiert jetzt gar nichts mehr. Ist völlig vorbei, die Gefahr. Ich gehöre einem Verein an seit 1967, das ist die SED, und ich glaube, der geht es jetzt an Kragen. Und jetzt werde ich mich mal um den Verein kümmern. Und das ist ein typisches Anwaltsdenken.
Es ist kein Politikerdenken. Und so habe ich mich dann auch eher gefühlt, weil ich war ja nie in der Kreisleitung oder in der Bezirksleitung oder im ZK, sondern wenn man so will, kam ich ja eher von außen, natürlich als Mitglied der Partei. Und der Schumann, den ich ja sehr, sehr mochte und der eben furchtbarerweise an diesem Unfall zugrunde gegangen ist, der sagte eben nach einem Jahr zu mir, du weißt aber, du benimmst dich nicht wie der Vorsitzende der Partei. Und da sage ich, wie kommst du denn darauf? Ich mach doch hier alles. Und da sagt er, nee, du benimmst dich wie ihr Anwalt. Und das stimmte ein bisschen. Natürlich nicht ganz, aber es stimmte ein bisschen. Jetzt hattest du gerade gesagt, also dein Ansehen in der Wendezeit war so tief im Keller, dass man sich das heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und du beschreibst in dem Buch, dass du sehr viel Hass erlebt hättest und hast gesagt, deine Gegenstrategie ist, nicht zu hassen, nicht zurückzuhassen. Wie hält man das durch? Ganz schwer. Aber man lernt es auch ein bisschen als Anwalt, weil du immer eine Gegenseite hast, die dich logischerweise nicht mag. Also wenn ich dich vertrete und dein Gegner kommt rein, kann der mich schon nicht leiden. Ich habe noch gar nicht gesagt, ist völlig klar. Und wenn du dann einen Vergleich erzielen willst, musst du ja doch auf ihn zugehen, musst versuchen, seine Interessen zu ergründen. Und da kann man das lernen. Also ich habe damals natürlich nicht nur Hass erlebt, ich habe auch tiefe Zuneigung erlebt, von der ich immer sage, die war für mich deshalb noch anstrengender, weil ich wusste, dass ich die Leute enttäuschen muss. Denn die dachten ja, ich kann für sie alles regeln. Ja, wie denn? Das war überhaupt nicht machbar. Und bei dem Hass im Bundestag habe ich mir vorgenommen, nicht zurückzuhassen. Allerdings hatte ich ein Erlebnis, ich weiß nicht, ob das da drin steht, wo ich begriffen habe, dass ich mich in einem Punkt schwer getäuscht habe. Und zwar ging ich damals, als ich 90 in den Bundestag einzog, davon aus, dass alle Abgeordneten aus den alten Bundesländern sich mir überlegen fühlen, weil sie aus den alten Bundesländern kamen, während ich eben aus der DDR kam. Und dann hatte ich ein Erlebnis, ich saß mit Gerhard Zwerenz beim Essen, Jahre später. Der ist erst 94 im Bundestag gekommen, also irgendwann 95, 96, weiß ich nicht mehr. Und da kam der Marschewski, der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, an unseren Tisch und fragte, ob er sich einen Moment dazusetzen darf. Und eigentlich wollten wir uns unterhalten. Aber freundlich, wie wir sind, haben wir gesagt, Dann setzte er sich und sagte, Herr Gies, ich habe eine Frage, ob Sie Folgendes erlebt haben, dass Sie mit Ihrer Schulklasse als Kind auf den Bahnhof gegangen sind und die ganze Schulklasse sieht, wie Ihr Vater den Bahnsteig fegt. Und zwar nicht, weil er gerade nichts anderes zu tun hat und ansonsten dort den Verkehr regelt, sondern weil das und nichts anderes seine Aufgabe ist, nämlich den Bahnsteig zu fegen. Haben Sie das erlebt? Nein, das habe ich nicht erlebt. Mein Vater hat nie den Bahnsteig gefegt und deshalb habe ich das auch mit keiner Schulklasse erlebt. Ich dachte, das wollte ich Ihnen sagen. Ich habe das erlebt, stand auf und ging. Er wollte mir sagen, er ist ein Arbeiterkind, ich bin es nicht. Und da wusste ich, das kannte ich vom Staatssekretär aus dem Justizministerium der DDR, dass mir gegenüber auch Minderwertigkeitskomplexe entwickelt wurden und dass ich die in irgendeiner Form bekämpfen musste. Und da hatte ich mich eben geirrt. Ich hatte gedacht, der fühlt sich mir überlegen. In Wirklichkeit hatte er dieselben Mikros, die ich schon kannte. Mit denen konnte ich umgehen. Dadurch habe ich Fehler begangen. Ich hätte manches anders gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass sie da genauso denken, wie eben bei so einem Teil der Funktionäre in der DDR in Bezug auf mich gedacht wurde. Und das hat mich richtig geärgert hinterher, dass ich darauf nicht gekommen bin. Aber er hat mich dann belehrt. Und heute ist das natürlich sowieso anders im Bundestag. Das hast du ja auch schon erlebt. Ich sag mal, heute haben wir uns da auch schon einen gewissen Respekt erarbeitet, an den damals ja überhaupt nicht zu denken war. Alles, was wir durchgesetzt haben, durfte ja nie unter unserem Namen laufen. Also zum Beispiel die Rehabilitierung der Deserteure der Wehrmacht. Die galten ja noch als Vaterlandsverräter. Und wir haben die Anträge gestellt. Und dann kamen sie und haben gesagt, gut, sie rehabilitieren sie, aber nur mit dem Antrag der Union, der SPD, der Grünen und der FDP. Wir dürfen nicht rauf. Das heißt, diejenigen, die das Ganze erfunden hatten, kamen da nicht vor und wir haben dem zugestimmt. Und solche Beispiele gab es öfter, zum Beispiel, dass es einen Gedenktag im Bundestag gibt, nämlich den Tag der Befreiung von Auschwitz. Liegt an uns.
Und zwar hatte ich den Antrag gestellt, einen Gedenktag einzuführen. Hat allerdings den 9. November vorgeschlagen oder so. Also man kann man ja ganz unterschiedlich machen. Und dann wurde ich zur Präsidentin des Bundestages bestellt und da saßen auch alle anderen Fraktionsvorsitzenden. Und dachten, gut, wir machen den, wir können euren Antrag nicht einfach zurückweisen, aber wir müssen das alles neu formulieren, muss für uns kommen und wir nehmen den 27. Januar. Aber ohne uns hätte es den Tag gar nicht gegeben. Nur weil sie sich auch nicht trauten, den einfach zurückzuweisen, war eine andere Zeit. Sagen wir mal, 1975 hätten sie das noch glatt zurückgewiesen, ja? Hätten sie gar nicht darüber diskutiert. Aber es war eine andere Zeit. Also da bin ich auch so auf ein paar Sachen, die wir gesetzt haben und die es jetzt gibt, stolz, auch wenn die in einer späteren Geschichtsschreibung durch historische Irrtümer, wenn wir beide nicht durch Bücher dafür sorgen, dass es bekannt wird, ja, bringt das keiner mit uns in Verbindung. Ich wollte trotzdem noch mal auf das Thema Hass zurückkommen, ein bisschen in die Gegenwart gehen. Wir haben ja, zumindest ist das meine Beobachtung, in der Gesellschaft mehr Hass, eine Zunahme von Hass. Ich denke an die letzten Wahlergebnisse, aber ich war auch am Sonnabend ja bei der Demonstration, die am Hackeschen Markt losging, Berlin Nazifrei, wo ja auch viele Genossinnen und Genossen und Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Partei und unserer Idee waren. Und dann bin ich mit unserer Kollegin Halina Wawczyniak mal zum Hauptbahnhof gefahren und wir haben uns mal angeschaut, wer sich da so sammelt. Ne? Und da machte mich eigentlich besonders, betroffen oder hat mich besonders beeindruckt, dass einerseits so Hardcore-Nazis kamen, denen du das sofort angesehen hast, aber andererseits kamen da auch so ganz normale Leute, wo du fast gesagt hast, das ist eine nette Familie von nebenan, die dann aber plötzlich, sobald sie da in dieser Masse standen, diese Hassparolen mitbrüllten. Was kann man deiner Meinung nach dagegen tun, gegen diesen Hass in der Gesellschaft? Das ist sehr schwer. Also erstens geht es ja auch häufig um abstrakte Ängste. Dort, wo Menschen muslimischen Glaubens leben, wie in Kreuzberg, wird ja nicht rechtsextrem gewählt. Nur dort, wo es sie gar nicht gibt. Dann hast du ein Bild übers Fernsehen. Da rufen die, schreien die immer laut oder sie sprengen sich gerade in die Luft. Das ist so das Bild von Muslim, was du geliefert bekommst. Den friedlich Betenden und Arbeitenden kriegst du ja nicht zu sehen. Du kriegst ja immer nur die anderen zu sehen. Das prägt natürlich dein Denken. Dann kommt eine Überforderungssituation hinzu. Wir haben eine Bundesregierung, die wirklich überfordert ist in der Situation. Und das ist das Letzte, was man sich in einer Demokratie leisten kann. Dass sie eine falsche Politik machen, das ist noch nicht das große Problem. Das ist auch ein Problem. Dazu gibt es ja eine Opposition, um da Alternativen zu formulieren. Aber wenn sie überfordert ist, dann suchen die Leute einfache Antworten. Und die einfachen Antworten bietet die AfD. Die sind alle falsch. Die sind alle irreal. Die sind nicht nur falsch, sondern auch völlig irreal. Ich will das mal begründen. Also mal angenommen, wir bauen jetzt eine riesige Mauer um Europa und lassen die nicht rein. Dann lösen wir kein einziges Problem, sondern wir sorgen dafür, dass sich das Problem an der Mauer anstaut, bis Millionen und Abermillionen durch die Mauer durchdringen, sie überwinden und dann sind wir überfordert. Selbst wenn die Linke regierte, wir wären überfordert. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir das machen sollen. Und deshalb ist der ganze Ansatz falsch. Er ist irreal. Und hinzu kommt, dass sie aber das Fremde nutzen, weil es den Menschen fremd ist und ihnen sagen, wir schützen euch davor. Und du fühlst dich in deiner Umgebung einigermaßen wohl und willst dort nichts Fremdes in Anführungsstrichen haben. Angefangen von der Hautfarbe, über einen anderen Glauben, über eine andere Kultur, über eine andere Sprache. Das kann alles Leuten zu viel werden. Ich werde ja immer gefragt, warum das im Osten stärker so gewählt wird als im Westen. Das hat, also ich habe es ja nicht wissenschaftlich erforscht, aber ich sehe zumindest drei Gründe. Der erste Grund ist der, dass wir eine andere demografische Zusammensetzung haben. Dadurch, dass die jungen Leute aus dem Osten weggegangen sind in den Westen, sind bei uns die Menschen älter als im Westen. Die Jugend ist aber, abgesehen von Neonazis, europafreundlich, die ist ganz anders aufgewachsen mit Fremdsprachen und allem drum und dran. Und wenn du eine andere Zusammensetzung der Bevölkerung hast, hast du auch ein anderes Wahlergebnis.
Das Zweite ist, dass die sozialen Verwerfungen im Osten viel schwerwiegender sind als im Westen, sodass dann eine einfache rechtsextreme oder rechtspopulistische Antwort dir stärker gefällt, als wenn du nicht in einer solchen sozialen Situation bist. Aber das Dritte, dürfen wir auch nicht vergessen, ist ein bisschen die DDR. Wir waren natürlich eine geschlossene Gesellschaft. Und dann sollte aus den DDR-Bürgerinnen und DDR-Bürgern Deutsche werden, dann noch Europäerinnen und Europäer und jetzt noch Weltbürgerinnen und Weltbürger. Das überfordert auch einige, das muss man auch klar sagen. Also es kommen so mehrere Faktoren zusammen, die wirken. Nur insgesamt haben wir eine Rechtsentwicklung in Europa und in Deutschland. Noch nie war die Europäische Union so gefährdet, wie sie jetzt gefährdet ist. Wenn der Brexit passiert in Großbritannien, könnte es sein, dass Ungarn auch die EU verlässt. Nun ist es so, dass Ungarn zwar von der EU lebt, aber das könnte Putin übernehmen, weil der nur wiederum wütend ist auf die EU, weil die ja Sanktionen gegen ihn beschlossen hat. Also der macht ja da auch seine Politik. Und das Zweite ist, wenn die Le Pen die Präsidentschaftswahlen gewinnt, ist Frankreich, geht aus der EU. Weil wir eine Sache unterschätzen, die Linken setzen immer nur die Hälfte von dem um, was sie versprechen. Die Rechten setzen alles um. Schauen Sie es sich in Polen an. Alles, was Sie angekündigt haben, machen die. Das ist denen völlig wurscht, dass da 250.000 demonstrieren. Das würde uns zutiefst beeindrucken. Und wir würden uns fragen, geht das wirklich so? Interessiert die gar nicht. Die haben gesagt, Medienrechte werden eingeschränkt, machen sie. Die haben gesagt, Verfassungsgericht wird eingeschränkt, machen sie. Sie machen das, sie ziehen das durch. Und die sagt, sie will aus der EU, macht die. Und nicht, dass du denkst, naja, das sagt sie vorher und das macht sie dann nicht. Nee, so ist sind diese Rechtsextremen und Rechtspopulisten nicht gestrickt. Und deshalb ärgert mich, dass die Bevölkerung überhaupt nicht weiß, was die AfD sozial fordert. Das ist ein asoziales Programm. Keine Vermögensteuer, Senkung des Spitzensteuersatzes der Einkommenssteuer. Ist auf gar keinen Fall, die AKW sollen alle wieder angeschaltet werden. Was haben sie noch für Bonbons? Die haben ein Familienbild. Was? Nee, das haben sie geändert. Deshalb sage ich das nicht. Also sie haben, ich glaube, also im Entwurf stand drin, dass der Mindestlohn bleiben soll. Vorher hatten sie mal gefordert, ihn zu streichen. Nun müssen wir uns mal ansehen, wie die letzte Fassung dann aussieht. Aber wenn sie die Streichung vorsehen, das ist natürlich noch abenteuerlicher. Aber darüber wird ja mit Ihnen im Fernsehen nicht gesprochen. Nur über Flüchtlinge. Die werden ja nie zu einem anderen Thema gestellt. Übrigens wollen sie auch raus aus der EU und sie wollen raus aus dem Euro. Du hast ja selber gerade das Thema Brexit benannt. Wie wäre denn deine Einschätzung, wenn es so eine Abstimmung in Deutschland geben würde? Über die Europäische Union? Ja, über die Mitgliedschaft. Na, das hinge davon ab, wie lange die Vorbereitung ist und wie fair die Sendungen aufgebaut sind. Das kann ich gar nicht einschätzen. Da im Augenblick die Mehrheit der Journalistinnen und Journalisten noch dafür ist, in der EU zu bleiben, sehen vielleicht auch die Sendung entsprechend aus. Das ist doch ganz einfach. Die EU ist nicht sonderlich demokratisch, sie ist nicht sonderlich sozial, sie ist auch nicht sonderlich ökologisch nachhaltig. All die Kritik stimmt. Aber die EU hat zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, es gab zwischen Mitgliedsländern der EU, seitdem sie Mitgliedsländer der EU sind, nie einen Krieg. Das unterscheidet die EU von dem Europa der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der Jahrhunderte davor. Und ich garantiere Ihnen, wenn die EU richtig kaputt geht, kriegen wir wieder Kriege in Europa. Das kann zwischen Rumänien und Ungarn sein. Das kann ich heute überhaupt noch nicht einschätzen, wo dann irgendwelche Männer denken, dass sie das militärisch mit militärischer Stärke durchsetzen können. Und das Zweite ist, dass es ja wirklich eine Globalisierung gibt. Die alten Nationalstaaten sind gar nicht mehr dazu in der Lage, sich diesen Fragen so zu stellen. Bloß was sie immer nicht erkannt haben, wenn die Wirtschaft sich globalisiert, rückt auch die Menschheit zusammen. Und wenn du eine technische Revolution hast, wie die Erfindung des Computers bis zum Handy, dann ist eben eine Zeitenwende eingetreten. Und die besteht in Folgendem. Wir haben in Europa so gelebt, wie wir in Europa gelebt haben, weil viele Menschen in Afrika nicht wussten, wie wir leben. Nun wissen sie es. Und nun stellen sie komische Fragen an uns, die wir nicht beantworten können. So einfach ist das. Und entweder wir stellen uns jetzt den Problemen, plötzlich sind die Probleme Afrikas auch unsere geworden, oder wir machen die AfD und sagen Augen zu. Wir wollen das nicht sehen. Und
und es ist nicht zu lösen. So, und das ist meine tiefe Sorge. Also die EU ist gefährdet wie noch nie. Eine Rechtsentwicklung haben wir in Europa und in Deutschland und der Hollande kann die Rechtsentwicklung offenkundig nicht aufhalten in Frankreich zurzeit. Und es ist ja auch Folgendes passiert, was auch interessant ist. Bei der Kommunalwahl, die haben ja immer ein reines Mehrheitswahlrecht, haben sie das so gemacht, dass sie... Ich gehe da ran, das ist doch gar kein Problem. So. Also, bei den Kommunalwahlen war Folgendes, dass die Sozialisten in Frankreich gesagt haben, gut, wenn der Konservative vor uns ist, rufen wir unsere Wählerinnen und Wähler auf, dann ihn zu wählen und nicht die Le Pen-Leute. Mhm. Und die Konservativen haben das abgelehnt. Mhm. Die haben das nicht gemacht. Da, wo die Sozialisten vor ihnen lagen, haben sie nicht dazu aufgerufen. Es hat zwar trotzdem noch geklappt, weil viele Wählerinnen sich anders entschieden haben, aber bei der Präsidentschaftswahl befürchte ich, dass die Wähler von Sarkozy auch gar nicht bereit sind, Hollande zu wählen. Mhm. Die wählen dann eher Le Pen oder gehen gar nicht wählen, was ja auch hilft. Egal wie rum, wenn sie schon einen Vorsprung hat. Kreuzgefährlich alles. Kreuzgefährlich, wir dürfen das nicht unterschätzen. So, und jetzt bietet die AfD eben die einfachen Antworten. Und alle Parteien haben übrigens verloren, die beides anbieten. Hm. Also alle. Die Union, wir, die Grünen, die SPD. Warum? Weil wir haben welche, die sagen, wir brauchen eine Obergrenze oder wir haben Kapazitätsgrenzen und wir haben andere, die sagen, das hilft alles nicht, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Wenn du beides sagst, gewinnst du nicht die, die für Obergrenzen sind und gewinnst nicht die, die dagegen sind. Du verlierst doch beiden Seiten. Genauso ist es der Union gegangen, uns ergangen und letztlich auch den Grünen ergangen. Es war übrigens, die Landtagswahlen waren insofern interessant, weil es die ersten Wahlen in Deutschland waren seit 1949, wo es nicht eine Mischung aus Partei- und Personenwahl war, sondern eine reine Personenwahl. Hat es noch nie gegeben. Die Grünen haben mit Kretschmann irrsinnig zugelegt in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt dramatisch verloren. Die Union hat etwas verloren in Sachsen-Anhalt, wo sie den Ministerpräsidenten stellt, aber dramatisch in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Die SPD hat etwas gewonnen in Rheinland-Pfalz, wo sie den Ministerpräsidenten stellt und dramatisch verloren in Sachsen-Anhalt und in Baden-Württemberg. Hat es so noch nie gegeben, am selben Tag. Am selben Tag wurde er gewählt. Da gab es immer eine Tendenz für die Partei und gegen jene Partei. Völlig anders. Auch darüber muss man nachdenken, welche Rolle Persönlichkeiten spielen und wie sich die Leute in einer solchen unsicheren Situation nicht mehr auf eine Partei verlassen, die sowieso immer A sagen und dann B machen und so, sondern eher auf eine Person verlassen. Rheinland-Pfalz ist ja nochmal ein gutes Stichwort. Da lag ja monatelang die Julia Klöckler vorne, also die CDU-Vertreterin, ehemalige Weinkönigin, was ja dort vor Ort ein großes Plus ist. Nicht, also bei uns in Berlin wäre das wahrscheinlich eher, weiß gar nicht, gibt es Bierkönig oder so, na egal. Und die Wahl ist ja dann erst relativ kurz entschieden worden. Ne? Ja, aber woran lag es? Weil sie plötzlich unsicher wurde. Hm. Sie hat eine Weile lang den Merkel-Kurs gemacht und dann dachte sie sich, sie muss sich gegen die Merkel stellen und dann wieder zurück, aus, vorbei, ist vorbei. Sie hätte es konsequent durchstehen müssen. Wenn sie es konsequent durchgestanden hätte, jetzt egal, ob sie meine Meinung teilt oder eine andere, dann wäre sie auch gewählt worden. So war sie unsicher, das ging alles eher zu Dreier. Gehen wir noch mal ein bisschen zurück zum Buch und in die Geschichte. In dem Buch wirst du ja auch befragt nach verschiedensten Treffen in deiner politischen Karriere. Und du hast berichtet auch von Gesprächen mit Schäuble, der ja auch ein, weiß ich gar nicht, der ist der Abgeordnete, der am längsten im Bundestag ist, ich glaube 40 Jahre oder so. Also ist vielleicht der Rosenhuber noch länger? Nee, der ist nicht länger, der ist nur älter. Also Schäuble ist ganz bestimmt einer der ältesten, also dienstältesten Bundestagsabgeordneten. Unbedingt. Und du, wenn du den rausschickst aus der ersten Reihe der Politik, ich muss es mal so sagen, bringst du den um. Das ist so, bringst du den um. Ich habe jemanden, der den Ausgleich für diesen Attentatversuch und den Rollstuhl, wo ich ja gar nicht weiß, ob ich das überhaupt verkraften könnte, da mache ich mal ein großes Fragezeichen, findet er eben in seiner Rolle in der Politik. Nicht, dass seine Politik gut ist, das ist wieder eine andere Frage. Aber in seiner Rolle, ja, das war.
Und Schäuble hat dir und Modrow mal gedankt, dass in der Wendezeit kein Schuss gefallen ist. Und das ist ja auch, finde ich, eine Sache, die viel zu wenig gewürdigt und hervorgehoben wird. Aber wenn man sich heutzutage so anschaut, wie das Eigentum verteilt ist, wie Positionen und Chancen verteilt sind, war da der, ich betone, zivile Widerstand vielleicht ein bisschen zu gering? Oder naja, gab es keine anderen Möglichkeiten? Es gibt ja lauter spannende Fragen. Also die erste Frage ist, warum ist denn der ganze Sozialismusversuch gescheitert? Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen? Seit wann benutzen wir eigentlich dieses Wort Sozialismusversuch? Gab es zu der Zeit? Da hat doch keiner von Versuch gesprochen, oder? Ich weiß gar nicht. Der Lothar Bolz hat mir das mal gesagt. Nee, der hat gesagt, unsere Art des sowjetischen Sozialismus wird von der Menschheit nicht angenommen. Hm. Er sagt, weder in Afrika noch in Lateinamerika, also von Ausnahmen abgesehen, wird das angestrebt. Darüber müssen wir nachdenken. Wir müssen die Struktur verändern. Ich habe von Versuch die Rede, aber weiß gar nicht. Also das erste Spannende ist ja Folgendes. Marx hat gesagt, der Sozialismus entsteht in dem entwickeltsten kapitalistischen Land. Und Lenin meinte, er kann auch entstehen im unentwickeltsten kapitalistischen Land. Darüber haben wir nie wirklich gründlich nachgedacht. Wenn Marx recht hatte, war der Ansatz falsch. Und zwar deshalb, interessanterweise, weil mir jetzt die Chinesen Folgendes erklären. Da regiert ja eine kommunistische Partei und sie machen doch eine kapitalistische Marktwirtschaft. Und die sagen mir, für die Industrialisierung ist der Kapitalismus zuständig, nicht der Sozialismus. Deshalb, unter unserer Hoheit machen wir eine kapitalistische Marktwirtschaft, um die Industrialisierung durchzusetzen, um danach dann mit dem Sozialismus zu beginnen. Bin ich nur vom Ansatz, ob es stimmt, ist ja noch was ganz anderes, ja. Aber es ist trotzdem ganz interessant vom Ansatz her. Und unter Stalin hat sich herausgestellt, dass er die Industrialisierung nur mit Terror hinbekam, weil die anderen Hebel ja alle nicht wirkten. Es gab ja keine funktionierende Marktwirtschaft, keine ausländischen Investoren, etc., etc. Das ist die erste Seite. Die zweite Seite ist ein Fehler von Lenin, wofür ich ihn früher immer gewürdigt habe. Er hat an den Parteitag geschrieben, als es um die Frage ging, ob Stalin wieder Generalsekretär werden soll, und hat alle Personen beschrieben. Er hat zu Tucholsky Stellung genommen, er hat gesagt, dass es der Intelligenteste ist, er hat zu Bukharin gesagt, dass es der Beliebteste ist, das war schon sein Todesurteil unter Stalin, also wie kann einer, ne? Völlig klar. Er hat zu Kamenjew Stellung genommen, zu Sinowjew Stellung genommen und zu Stalin. Und hat bei Stalin gesagt, der ist viel zu grob, er ist das, das ist unter uns nicht schlimm. Aber mit der Machtfülle eines Generalsekretärs in den Händen eine Katastrophe, er muss sofort abgelöst werden. Und der hat dann den Parteitag dadurch gewonnen, dass er gesagt hat, er führt am entschiedensten den Kampf gegen Tucholsky und, gegen Trotzki und der muss eben geführt werden und so weiter. Und das, der Witz ist, dass Lenin eins hätte merken müssen, dass die Funktion so nicht geht. Denn du kannst nicht darauf hoffen, dass du immer als Generalsekretär einen Menschen mit gutem Charakter bekommst. Was nun, wenn er keinen guten Charakter hat? Geht überhaupt eine solche Fülle der Macht? Und wie hätte man Strukturen schaffen können, um sich von einem Unangenehmen dann auch rechtzeitig wieder verabschieden zu können? Also ich habe mir diese Frage gestellt. So, und dann kam hinzu, Deutschland hat nach den schwersten Verbrechen, die von Menschen unseres Landes begangen worden sind, zwischen 1933 und 1945, die millionenfache Ermordung von Menschen in Konzentrationslagern, in Vernichtungslagern und der schlimmste Krieg der Weltgeschichte, der Zweite Weltkrieg, der nach Osten ja auch als Vernichtungskrieg organisiert worden ist, nach Westen noch unter anderen Maßstäben lief, dass wir haben zwei Strafen gekriegt. Die eine Strafe war die Begrenzung unseres Territoriums, das ging noch, und das Zweite war die Spaltung für 40 Jahre. Geht auch noch. Die Briten wollten, dass es Deutschland gar nicht mehr gibt, sage ich mal nur als Beispiel. So, und deshalb galt für die DDR immer Folgendes. In dem Moment, in dem die Sowjetunion zusammenbricht, kann sich die DDR nicht halten. Das ging gar nicht.
Und das Schöne war ja das Gespräch zwischen Gorbatschow und mir im Dezember 1989, als er mir am Telefon sagte, wenn Sie die SED aufgeben, geben Sie die DDR auf. Wenn Sie die DDR aufgeben, geben Sie die Sowjetunion auf. Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, also mein Verein reicht auf den Schultern eines kleinen Berliner Advokaten nicht noch die ganze Sowjetunion obendrauf, das ist mir einfach zu viel. Das war das einzige Mal, dass er lachen musste während des Gesprächs, weil er auch sehr aufgeregt war. Und als ich dann am 1. Februar bei ihm war, war er schon wieder Wochen weiter, da hatte er schon zugestimmt, Hans Modo, Deutschland einig Vaterland, dann hatte er Kohl zugestimmt mit der Währungsunion und so weiter, woran im Dezember 89 noch gar nicht zu denken war, es war auch ungeheuer schnelllebig. Und letztlich ist es ja auch so gekommen, es ist alles zusammengebrochen. Wahrscheinlich, ach so, das wollte ich noch sagen, und Chruschtschow, dessen großes Verdienst ist natürlich überhaupt, ist die Verbrechen Stalins öffentlich benannt zu haben. Er hat daraus aber einen subjektiven Fehler gemacht, keinen strukturellen. Er hat nur gesagt, der Stalin hätte eben anderen Charakter haben müssen, dann wäre das nicht passiert. Und er hat nicht darüber gedacht, wie man die Struktur verändert. Und als er von Brezhnev gestürzt wurde, hat er gesagt, eins hat er erreicht, was auch stimmt. Er wurde nicht mehr umgebracht. Das war neu. Das muss man wirklich sagen, wäre vorher anders gewesen. Wenn er vorher gestürzt worden wäre, wäre das immer mit dem Tod verbunden gewesen. Wie ja auch bei Beria und bei anderen. Und das war neu. Und ich war jetzt in Moskau und da sind wir so bloß so langgelaufene Straße, weil wir da noch Wartezeit hatten, bis die Führung kam im Melnikow-Haus, was übrigens so was Spannendes ist, aber mal abgesehen davon. Und da gehe ich die Straße lang und dann sehe ich plötzlich den Kopf von Chruschtschow und eine Tafel. Und da stand drin, da wohnte er, wann ist er gestürzt worden? 65, glaube ich, ne? Was? 64. Da wohnte er von 64 bis eine ganz normale, schlichte Wohnung, also da wohnten noch mehrere Leute, unter anderem er. Da war ja untergebracht, da steht heute eine Tafel. Jetzt sagen die sich in Moskau, ach scheiß was, wir ehren alle, spielt ja keine Rolle. Ja, mal so lang, eine neue Offenheit entwickelt. Auch spannend. Es lohnt sich darüber nachzudenken, aber das Problem ist natürlich, das Scheitern des Staatssozialismus hat die Linke in Europa völlig in den Keller. Und zwar auch die Linken, die Distanz zur Sowjetunion hatten, wie die italienische kommunistische Partei, die französische, die spanische, die portugiesische. Es hat ihnen nichts genutzt. Sie sind alle tief mit in den Keller gegangen. Eine Frage noch zu Gorbatschow. Er hat ja in Deutschland bei vielen noch einen sehr guten Ruf und in Russland, er ist ja noch mal, hat versucht, eine Partei zu gründen und so weiter, ist er ja quasi mega unbeliebt, um es mal so auszudrücken. Wie kannst du das erklären aus deiner Sicht? Ja, weil er politische Reformen durchgeführt hat und ihm für die Wirtschaft nichts eingefallen ist. Mit dem Ergebnis, dass zwar die Freiheiten für die Leute zunahmen, aber sie bekamen nichts mehr zu kaufen. Die würdigen ja heute die Brezhnev-Zeit, weil es so von der Versorgung her mit das Beste war und vor allen Dingen, es war ja auch bezahlbar. Aber Moskau hat sich vor 4 Jahren dort und jetzt dort so verändert. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist jetzt die sauberste Stadt. Du siehst nicht einen Betrunkenen mehr. Ich habe mich wirklich gefragt, wie sie das machen. Da gab es einen Betrunkenen, den bringen die dann gleich in einen Gewahrsamsraum irgendwo, wo er ausnüchtern muss. Der bleibt nicht auf der Straße. Die Straßenreinigungskräfte haben alle saubere Uniformen, daran war ja früher gar nicht zu denken. Also so die Kleinigkeiten und dann allerdings, wie sie das machen, ist mir völlig schleierhaft. Mhm. Da gibt es so ein neues Kaufhaus, da sind die teuersten Läden nebeneinander, das sind 4 Taschenläden. Ich meine, wie können die überhaupt nebeneinander existieren, wenn da jeden zweiten Tag eine Tasche gekauft wird? Also ich meine, ist mir völlig schleierhaft. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Und dann haben sie mir gesagt, dass sie viel besser sind als Berlin, weil bei uns im Restaurant die meisten Küchen um 22 Uhr schließen, wenn sie ganz aufgeweckt sind um 23 Uhr bei ihnen, undenkbar, 24 Stunden haben die Küchen auf. Sie haben gesagt, das ist Weltstadt, haben sie mir erklärt. Also ich habe einen Zustand erlebt, den ich gar nicht beschreiben kann, aber die Unbeliebtheit Gorbatschows hängt damit zusammen. Und die Chinesen haben mir erklärt, Gorbatschow ist den Weg gegangen, politische Reform. Und ihnen ist für die Wirtschaft nichts eingefallen und sie gehen den umgekehrten Weg. Sie bauen erst die Wirtschaft aus und dann die politischen Reformen. Habe ich gesagt, naja gut, das habe ich mir auch schon vor 25 Jahren gesagt.
und wann kommen nun mal die politischen Reformen, da waren sie nicht auskunftsfreudig mit einer Korrektur, die sie gemacht haben, was auch interessant ist. In einer Diktatur besteht ja immer das Problem darin, dass zunächst junge Leute an die Macht kommen. Also Fidel Castro, ist doch klar, war doch jung. Auch Honecker war jung. Als er ins Zentrum der Macht kam, nämlich ins Politbüro, kam er 1950 oder 52. So, und der wäre, wenn wir keinen Umbruch erlebt hätten, wäre der 1990 natürlich nochmal für 5 Jahre zum Generalsekretär gewählt worden, obwohl er schon jenseits von Gut und Böse stand. Das heißt mit anderen Worten, wenn du eine solche Struktur hast, werden Ideen weder von unten noch von außen zugelassen. Die schotten sich ab. Und die dachten eben, sie können die FDJ und die Pioniere in den 80er Jahren noch machen wie in den 50er Jahren. Aber ich habe ja den Unterschied erlebt, was das für mich bedeutete und was es für meinen Sohn bedeutete. Mhm. Da lagen natürlich Welten dazwischen. Darauf sind sie ja gar nicht eingegangen. So, und die Chinesen haben beschlossen, dass du die Parteifunktion an der Spitze und die Präsidentenfunktion deshalb nur eine bestimmte Zeit ausüben kannst. Aber dann habe ich mich gefragt, wenn der nächste mächtige Mann kommt, der sehr überzeugend ist und der die Verfassung an der Stelle geändert haben will, da bin ich wieder gar nicht sicher. Aber das haben sie eingeführt, deshalb hatten wir jetzt den Wechsel. Weil sie gesagt haben, wir dürfen nie wieder Mao zulassen, dass einer, das über 30 Jahre ist und sich verändert und man kommt aber an ihn nicht heran, weil er sich eben eine solche Machtstellung aufgebaut hat. Alles spannend. Ich habe mal gefragt, ob es bei uns Universitäten gibt, die wirklich China erforschen. Was passiert da politisch, was passiert da ökonomisch, was passiert da sozial? Ich glaube nein und ich glaube, dass das ein schwerwiegender Irrtum ist. Ich glaube, dass China wirklich eine Weltmacht ist. Und zwar wirtschaftlich, politisch und zunehmend übrigens auch militärisch. Und die Chinesen sind anders als wir Europäerinnen und Europäer. Die haben ja immer gerne eine große Fresse. Und wenn ich zu den Chinesen sage, ihr seid doch eine Weltmacht, vielleicht eine werdende. So sind die gestrickt. Ja, immer im Tonfall bescheidener, als es ihren realen Wünschen entspricht. Die kaufen jetzt alle Häfen. Die wissen, welche Bedeutung die Wasserstraßen bekommen. Die investieren in Afrika, in fast jedem Land, in Lateinamerika. Obama hat die Staats- und Regierungschefs aus Afrika zusammengeholt und hat ihnen gesagt, die USA gibt es auch noch zum Investieren. Und dann hat er ihnen gesagt, ich bin auch ein Schwarzer. Das hat die alle nicht interessiert. Die haben gesagt, nee, sie machen das mit China. Übrigens, nichts linket. In rein ausbeuterische Methoden, die sie da anwenden. Ja, das interessiert die gar nicht, muss man auch sehen. Alles sehr spannend. Dann kommen wir mal in unsere aktuelle Bundestagsdebatte zu China. Wir hatten ja in der vergangenen Woche, ich glaube, du musstest da nicht irgendwie dich groß äußern, eine Debatte, da ging es um die Stahlindustrie. Und wahrscheinlich haben viele von Ihnen auch hier an den Berliner Bahnhöfen diese Plakate gesehen, rettet die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie für faire Wettbewerbsbedingungen, Ihre Stahlindustrie. Weiß ich nicht, ob sich da jemand was bei gedacht hat. Aber im Bundestag wurde ja dann festgestellt, quasi von allen Fraktionen, wir müssen uns jetzt alle gemeinsam gegen China verteidigen. Ist das Ausdruck von globalen, vernünftigen, nachhaltigen Denken? Oder war das mehr so eine Panikreaktion? Das hat natürlich mit Nachhaltigkeit und Vernunft relativ wenig zu tun. Das ist einfach arrogant. Weil du musst ja mal die Lebenssituation der Milliarden Chinesinnen und Chinesen sehen. Man sieht immer nur Shanghai und Peking. Aber wenn du dann auf die Dörfer kommst, da sieht das natürlich gänzlich anders aus. Und jetzt bemüht sich ja dort die Partei, den Lebensstandard auf dem Lande wieder leicht anzuheben, weil die ja völlig zurückgeblieben sind mit allen Folgen und Konsequenzen, die das hat. Die größte Leistung der Volksrepublik China besteht ja darin, dass es dort keinen Hungertod mehr gibt. Das sagt sich hier so einfach. Das ist bei einer Übermilliarde nicht so einfach. Und in Indien hat es noch viele, viele Jahre Hungertote gegeben, als es die in China schon nicht mehr gab. Trotzdem stehen sie vor gewaltigen Herausforderungen. Ihr Produktionsaufschwung ist ja rückläufig, ihre Börse ist ja völlig durcheinander und so weiter. Und natürlich bieten sie fast alles billiger an. So, ergo müssten doch die Gewerkschaften als erstes den Schluss ziehen, dass sie die Löhne im Nachbarland etwas angehen. Das ist aber ein völlig neues Denken.
dass die Gewerkschaften sagen, wir wollen anständige Löhne in Griechenland, weil sonst gelten deren Löhne später auch bei uns. So, und das geht, wenn du jetzt immer weiter denkst, gilt das auch für China und für Afrika. Das heißt, was wir wirklich lernen müssen, ist global zu denken. Und ich sage nochmal, entweder wir beginnen die Menschheitsfragen zu lösen oder die Situation wird in Europa und in Deutschland unbeherrschbar. Unbeherrschbar. Und da können wir uns gar nicht wehren, da können wir ja zetern, was wir wollen. Das interessiert doch die Chinesen ja nicht, die machen trotzdem ihren Startpreis und setzen sich damit. Die haben jetzt den Kapitalismus erkannt und nutzen ihn für ihre Zwecke aus. Und wir sind empört darüber. Also wir okay, jetzt wir sozusagen, sind, ja, die Deutschen insgesamt und die Europäer sind jetzt empört. Die sind erstens empört und zweitens, da sie immer bemänteln, dass sie einen Kapitalismus haben, das nicht fallen wir auch noch wollen, drauf rein. Weil, verstehst du? Und die Chinesen das zugeben, ja, gehen die viel offener damit ja um als die Europäerinnen und Europäer. Schade, dass du bei der Diskussion in der Fraktion nicht dabei warst, muss ich an der Stelle sagen. Gut, aber... Da hätte ich doch geschwiegen. Ach, oder okay, auch nicht. Was? Oder auch nicht, ja. Ich komme nochmal zurück zu gestern und heute, 8. Mai, 9. Mai. Gestern war ja an vielen Plätzen hier in Berlin ein Brauch, der Gott sei Dank gepflegt wird. Es wurden Blumen niedergelegt, Menschen kamen, um der Befreier zu gedenken. Und an einigen Orten, zum Beispiel direkt vor dem Museum Karlshorst, der einzigen gemeinsamen deutsch-russisch getragenen Einrichtung, die es meiner Kenntnis nach in Deutschland gibt, durfte, wie schon im vergangenen Jahr, in unmittelbarer Nähe die NPD aufmarschieren. Es waren ganz wenige, aber es war ein riesen Polizeiaufgebot, die dann auch die Veranstaltung quasi in hohem, also das Museumsfest in hohem Maße aus meiner Sicht behindert haben. Und noch schlimmer muss es ja gewesen sein in Schönholz bei dem sowjetischen Ehrenmal, wo direkt an dem Ehrenmal die NPD den ganzen Tag über eine Kundgebung machen durfte. Die Linke hatte auch eine Veranstaltung angemeldet und der NPD wurde der Vorrang gegeben und die Vertreter eben der Menschen, die dort Blumen niederlegen wollten, durften in kleinen Fünfergrüppchen dann geleitet von der Polizei durch einen Nazi-Spadier dorthin gehen. Und nun bist du ja Anwalt, das haben wir ja schon mehrmals heute auch erwähnt. Wie siehst du denn das aus anwaltlicher Sicht? Gibt es nicht Räume, Plätze in dieser Stadt, wo eine bestimmte Veranstaltung zum Beispiel das Erinnern Vorrang hat? Und verstößt das nicht auch gegen 2+4-Vertrag, Einigungsvertrag? Also ich glaube, da muss man sich natürlich nicht nur hier so im Rahmen eines Podiumsgespräches, sondern mehr Gedanken machen. Aber was wäre da so deine erste Einschätzung? Mit welchen Argumenten kann man sich dagegen verwahren? Also zunächst mal beginnt es damit, dass in den großen Zeitungen Deutschlands der 8. Mai als Tag der Befreiung nicht die geringste Rolle spielte. Es war der Müttertag. Oder Mutter heißt das, ne? Ja, ja. Der Muttertag. So, und der Tag der Befreiung kam überhaupt nicht vor. Während das in Russland ein Fest sondergleichen ist, und da müssen die Bevölkerung nicht bestellen, die kommen von ganz alleine, die wollen das auch. Ich meine, die Militärparade, da kann man immer diskutieren, aber nun war es ja auch ein militärischer Sieg. Das darf man ja nicht unterschätzen. So, das ist das eine, das Erste, was mir auffällt. Das Zweite ist, als Jurist muss ich immer sagen, die Rechte, die die Linke hat, hat auch die NPD. Solange sie eine legale Partei ist. Als Verwaltungsrichter kann ich sie nicht anders behandeln. Das heißt, wenn ich jetzt als Verwaltungsrichter entscheide und sage, diese Partei, der genehme ich gar keine Kundgebung, ich will das mal jetzt übertreiben, dann verletze ich das Grundgesetz. Das geht nicht. Allerdings, deshalb sage ich, ich bin ja ein Gegner von Parteiverboten, ich sage immer, man muss die Widersprüche, die da sind, muss man haben. Eine Ausnahme, die NPD, sähe ich gerne verboten. Und zwar um ein Signal nach innen und nach außen zu setzen, dass eine bestimmte Grenze in Deutschland nicht überschritten werden darf. Das ist unsere historische Verantwortung. Wenn sie denn verboten ist, kann sie natürlich auch keine Kundgebung mehr machen. Aber bis dahin gibt es einen Spielraum und den könnten die Gerichte und die Polizei und die Behörden nutzen. Ich kann eine Kundgebung der NPD nicht verbieten, auch nicht aus dem Anlass. Aber ich kann sie 200 oder 300 Meter entfernt zulassen und die der anderen direkt an der Gedenkstätte zulassen, mich dabei auf 2+4, auf alles Mögliche stützen. Dann verbiete ich ja nicht ihre Kundgebung,
ich meine, das würde ich zu gerne machen, wenn ich es entscheiden dürfte, aber ich treffe eine Entscheidung, wo ich sage, es ist sozusagen, die stören dann immer noch, ist schon klar, aber ich sage, nein, in erster Linie müssen die dorthin, die würdigen wollen und nicht die, die das Ganze in den Dreck ziehen wollen. Und die, die das in den Dreck ziehen wollen, können dann 300 oder 400 Meter oder 500 Meter entfernt ihre Kundgebung machen. So würde ich, wenn ich dann Richter wäre, versuchen, das hinzubekommen. Allerdings hätte ich keine Chance, das zu entscheiden, weil die NPD mich sofort als befangen ablehnt. Und das müsste ich ja auch akzeptieren. Ich bin ja volle Kante befangen. Also würde ich das wahrscheinlich selbst auch gar nicht machen, wenn ich Richter wäre. Nur diese Wege müssen gegangen werden. Und da gibt es Gerichte, die das auch immer wieder versuchen. Und es gibt Gerichte, die lassen sich gar nicht darauf ein. Man darf eins nicht unterschätzen. Die Zustimmung zur AfD ist auch in Journalistenkreisen viel größer, als wir uns das vorstellen. Ja. Zum Beispiel die Maischberger sagte eben dann, naja, nun bringen Sie das mal mit dem Schießbefehl da weg. Sie haben da mal so einen Satz gesagt. Also sie wollte der von Storch behilflich sein an der Stelle. Und zum Beispiel die Maischberger hat mich eingeladen im Januar, im Februar, im März, viermal. Und ich habe immer Nein gesagt. Also mit der Petri sollte ich streiten und so weiter. Ich konnte auch immer nicht. Und dann hat wegen der vielen Termine, logisch. Ja. Wegen meiner, und ich sage nichts mehr ab für eine Talkshow. Das mache ich nicht. So, und der Witz war, dass sie dann sagte, gut, also an dem Tag machen Sie es. Sie ziehen es vor, weil ich abends nicht konnte auf 17 Uhr und sie kommt extra nach Berlin, nur damit ich teilnehme. Dann wollte sie mich aber am liebsten gar nicht zu Wort kommen lassen. Ich sollte, aber ich hab natürlich gezankt mit der von Storch, was das Zeug hielt, bitterböse Briefe bekommen, wie ich sie schon lange nicht mehr erlebt habe. Also einer wie ich gehört eigentlich nur ins Gefängnis und volle Kante. Das ist hochinteressant. Die anderen haben sich gar nicht geäußert, sondern nur die AfD-Anhänger, von zwei Ausnahmen abgesehen. Massenhaft Briefe diesbezüglich bekommen, stört mich alles gar nicht, ist auch nicht mein Problem. Mein Problem ist nur, dass ich gemerkt habe, dass die Medien zwei Dinge machen, die nicht gehen. Sie laden sie permanent ein. Es gibt kaum noch eine Talkshow ohne die AfD, die ja noch gar nicht im Bundestag ist. Und das Zweite ist, sie fragen sie nur nach Flüchtlingen und Muslimen und niemals nach ihrem wirklichen Programm, nach den sozialen Forderungen, nach den Steuerforderungen, das kommt alles nicht vor. Und das kotzt mich wirklich an. Da hätte ich von Ihnen was anderes erlebt. Ich kenne natürlich auch das Gegenteil. 1990 haben die Journalisten, also bestimmte, mich insofern unterstützt, als sie mich immer in Talkshows eingeladen haben. Und deshalb denken ja alle, ich gehe da gerne hin, das ist allerdings ein Irrtum. Der Punkt ist, es war für mich der Ausgleich, weil wir in Heute und in Tagesschau nicht vorkamen. Richtig. Es sei denn, es gab etwas extrem Negatives über uns zu berichten. Sonst kamen wir nicht vor. Und da musste ich versuchen, über die Talkshows den Ausgleich zu schaffen. Sodass die Leute sich sagten, Mensch, ich weiß nicht, aber vielleicht frisst er doch keine kleinen Kinder. Ist nicht ganz so schlimm wie angenommen. Und vielleicht ist die Partei nicht ganz so verbrecherisch, wie ich eben noch dachte. Aber das ist ein mühsamer Kampf, eine mühsame Arbeit. Und übrigens die erste Talkshow, die ich im Westen gemacht habe, die war in Hamburg. Und da hat die Inge Meisel zu mir gesagt, was Sie versuchen mit der PDS, ist doch dasselbe, als ob man nach 45 versucht hätte, die NSDAP fortzusetzen. Später hat sie im Fernsehen gesagt, dass sie mich wählt. Ich will bloß mal sagen, was das auch für eine Entwicklung ist, aber da musste ich überall durch, übrigens, da habe ich einen bewundert, ich war so wütend nach dieser Sendung, da war Frau Bergmann-Pohl, unsere Staatsoberhäuptin, ja, unsere Staatsoberhäuptin, war ja noch die DDR, und da habe ich gesehen, wie Journalisten helfen können. Da sagte die Journalistin, Sie sind ja schon seit 1976 Mitglied der CDU in der DDR, war ja noch DDR. Das war doch der sicherste Weg, um zu verhindern, dass man in die SED musste, nicht? Darauf war die noch nie gekommen. Das saß da in ihren Augen. Die drehte richtig so, ja, sagt sie. Das war auch ein bisschen gemein, ja. Und dann, als die Sendung fertig war, wo die Meisel mich so anging und das Publikum war natürlich auch absolut gegen mich und so weiter. Also war ja so, immer bevor die Kameras eingeschaltet wird, wirst du ja schon vorgestellt. Und dann sagten sie,
Die ist da, Beifall Inge Meisel, Beifall, der ist da und Gregor Gysi. Nur Berufe, nur Berufe. Und dann sagte der rechteste Moderator, der sagte, naja, er ist auch unser Gast. So, daraufhin Fernsehkameras an, wieder Vorstellung, wieder Beifall, Beifall, bei mir nichts. Kein Beifall und keine Berufe, das war der Kompromiss, das war der Kompromiss. Na, und dann ging die mich an, ich musste mich nur verteidigen, hatte die Schnauze voll. Und dann war das zu Ende und dann kommt die Bergmann-Pol zu mir und sagt, kommen Sie doch mal mit, wir gehen jetzt noch nett ein Glas Sekt trinken. Nee, sag ich, Sie können jetzt trinken, was Sie wollen. Ich hau ihr ab. Also ich rein ins Auto und raus und beim Pförtner werde ich gestoppt. Und da sagt er hier, das ist für Sie abgegeben worden. Da hat jemand eine Flasche Champagner eingewickelt und eine Karte geschrieben und abgegeben. Und hat gesagt, ich habe Sie gerade im Fernsehen gesehen, auch was diese Zicke zu Ihnen gesagt hat und so weiter. Ich wollte nur, dass Sie wissen, es gibt auch in Hamburg Leute, die anders denken. Und ich habe jetzt eine Bitte, fahren Sie jetzt in Ihr Hotel, trinken Sie die ganze Flasche aus, sagen Sie, die können mich alle mal und fangen Sie morgen früh wieder an. Ja, wissen Sie, was ich daran bewundere? Ich kann mir noch vorstellen, dass ich so denke vom Fernseher. Aber dass ich dann aufstehe, in den Keller gehe, eine Flasche hole, die einwickle, die Karte schreibe, mich ins Auto setze und dahin fahre. Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und das habe ich irgendwie bewundert. Das habe ich so beides in Erinnerung. Also immer das Erlebnis A und dann das Erlebnis Z. Das ist schon spannend. Ich glaube auch, dass die Medien, um deine Gedanken von der AfD aufzugreifen, sie natürlich ungeheuer groß gemacht haben. Ne? Ich bin ja noch bis Sommer Mitglied im ZDF-Fernsehrat und da habe ich dann mal in Vorbereitung so festgestellt, wie oft die vorgekommen sind, also wie oft über sie berichtet wurde, zum Beispiel über Parteitage. Und die AfD machte irgendwie alle 2 Monate einen Parteitag. Wir machen einmal im Jahr einen Parteitag, dann wird halt einmal im Jahr über den Parteitag berichtet. Und sie haben über jeden AfD-Parteitag berichtet, als wäre es der einzige im Jahr. Und das ist natürlich auch Ausdruck dessen, wie es halt so mit unterstützt wird. Wir beide haben ja, kleiner Sprung, uns gemeinsam sehr dafür eingesetzt, dass Beate Klaasfeld das Bundesverdienstkreuz bekommt. Das ist ja eine lange Geschichte, die ich jetzt hier gar nicht auswalzen möchte. Das ist ja dann gelungen. Im vergangenen Jahr, am 20. Juli, wurde ihr das in Paris gemeinsam mit ihrem Mann überreicht. Beate, war das eigentlich das einfache Bundesverdienstkreuz? Oder da gibt es so verschiedene Stufen, weißt du das? Das kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Es war jedenfalls sehr beeindruckend und mit einer großen Anleitung, wie man es zu tragen habe, wie man es anzustecken habe, bei welcher Gelegenheit man die kleinere Variante zu tragen habe und bei welcher die größere. Also da wahrscheinlich steckt da schon eher müssen was drin. Müssen wir uns beide keine Birne machen. Ja, ich habe festgestellt, was mich selbst betrifft, ich habe einen russischen Orden, ich habe einen spanischen Orden und ich habe einen polnischen Orden. Einen deutschen Orden habe ich noch nicht bekommen. Aber gut, egal. Ich habe weder einen russischen, noch einen spanischen, noch einen polnischen, geschweige denn einen deutschen. Also woher hast du überhaupt einen polnischen Orden? Zurück zu Beate Klaasfeld. Ich war mit ihr, morgen kommt sie ja wieder zum Lesen gegen das Vergessen. Du bist ja auch dabei, sie sind hoffentlich auch alle, sofern sie Zeit haben und Lust, wovon ich ausgehe, um 16 Uhr auf dem Bebelplatz, wird sie auch dabei sein. Ich war heute mit ihr in einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern einer 11. Klasse, waren mehrere Kurse, 140 Schüler und der Direktor hat uns dann begrüßt und hat die Veranstaltung so eingeleitet, ja, also sinngemäß, es geht heute um Demokratie, wir wollen über Demokratie sprechen und darf man jemanden ohrfeigen? Wie hättest du darauf reagiert? Sie immer, hätte ich gesagt. Ja, ich finde ja bei Beate, um das mal noch auch diese Verbindung aufzugreifen, mit der du ja auch sehr viele Treffen hattest, an ihr kann man gut sehen, was der Einzelne erreichen kann. Also Beate Klaasfeld ist für mich in mehrfacher Hinsicht eine hochinteressante Figur. Das erste ist, dass sie mir erzählt hat, dass sie in den 50er Jahren in West-Berlin zur Schule gegangen ist und die Nazi-Diktatur überhaupt nicht vorkam. Also in den 50er Jahren. Als sie DEFA-Filme machte wie Ehe im Schatten, Professor Mamlock und so weiter, gab es ja dort nur die Erhard-Filme. Nichts gegen Erhard, ich finde den fantastisch, ja, dass sie nicht wahnsinnig guter, auch sehr komischer Schauspieler, ist nicht die Frage. Aber sie haben die politische Auseinandersetzung völlig gemieden.
Aber wo waren wir inhaltlich gerade? Achso, bei Erde Glasfeld. Das ist das Erste, was sie mir erzählt. Dann lernte sie ihren Mann kennen, darüber die ganze Judenverfolgung und so weiter. Und dann hat sie ihr Leben doch dieser Frage gewidmet. Und dann wurde Kiesinger, der ja nicht nur Mitglied der NSDAP war, sondern der hat ja in einem Reichsministerium als Abteilungsleiter gearbeitet, Kanzler. Und da wollte sie eben irgendeinen Protest anbringen, wofür die Gesellschaft nicht gedacht war. Und dann hat sie ihn geohrfeigt und dafür ist sie ja auch bestraft worden. Von einem Schnellgericht am gleichen Tag ein Jahr Gefängnis. Ein Jahr Gefängnis ohne Bewährung, wirklich in einem Schnellverfahren. Und erst die Berufung hat das dann zwei Jahre später oder so korrigiert, eine geringere Freiheitsstrafe auf Bewährung etc. etc. Also das Landgericht hatte dann doch ein Gefühl dafür, dass das nicht geht etc. So geht so. Aber was das Entscheidende war, sie hatte hohe Auszeichnungen, die höchsten von Israel, aber auch die höchsten von Frankreich. Sie hatte hohe amerikanische Auszeichnungen. Das einzige Land, das sie nie geehrt hat für ihr ganzes Engagement gegen die Nazi- und Kriegsverbrecher, unabhängig von Kiesinger, war Deutschland. Und zwar wegen, natürlich auch wegen Kiesinger. Und da haben wir nun wirklich ja beide Jahre dran gearbeitet. Und obwohl ich auf eine bestimmte Art auch wieder Guido Westerwelle schätze, er hat es nicht wirklich gewollt oder nicht fertiggebracht. Und beim Regierenden waren wir auch nicht sofort erfolgreich hier in Berlin. Und letztlich haben wir das dann alles hinbekommen. Ich habe dann auch Gauck selbst angeschrieben. Und da ist Gauck dann wieder anders, denn es gab einen Empfang, ich glaube, es war für Beatrix, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, da war ja Wolf. Dann war es jemand anders. Und da sagte er zu mir, ich habe übrigens gestern unterschrieben, sie kriegt das Bundesverdienstkreuz. Und das stand ja dann auch wieder in fast jeder Zeitung, wenn auch nur kurz, weil es war ein Wandel. Es war das erste Mal, dass die Frau gewürdigt wurde. Und dann musste ja der Bundespräsident unterschreiben, gegen den sie auch noch angetreten war. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber es hat er gemacht. Also insofern bin ich da ein bisschen stolz. Ich finde die Frage von Direktor ausgesprochen doof, ehrlich gesagt. Ja, Beate, ich habe jetzt ein anderes noch gekriegt. Danke. Beate, darauf möchte ich noch so ein bisschen hinaus. Ist ja eine Person, die sehr praktisch handelt. Findest du, dass unsere Partei ausreichend praktisch handelt? Oder schreiben wir manchmal zu viel Papiere? Nein, die Reaktionen, als wir sie vorgeschlagen haben, waren auch höchst unterschiedlich, was mich unangenehm berührt hat. Das will ich sagen. Weil ich fand, dass sie eine gute Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin war. Natürlich war das auch provokativ gemeint. Aber wir müssen doch auch provokativ sein und jemanden vorschlagen, wo alle sagen, ja, aber die hat doch. Ja, sie hat. Sie hat damit ein Signal gesetzt, doch nicht mehr und nicht weniger. Und da musst du ja auch erstmal den Mut haben. Ja. Also ehrlich gesagt, ja, ich könnte sowas ja ja nicht. Ne, nee, Ohrfeigen nicht. Andere Sachen kann ich. Nee, worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, was jetzt auch so ein bisschen die Zukunft betrifft, jetzt zu deiner persönlichen gibt es ja auch viele Fragen, aber erstmal so die Zukunft unserer Partei, findest du, dass wir praktisch genug handeln oder sind wir manchmal zu Papier verliebt, Theorie verliebt oder das, was wir für Theorie halten? Alle Deutschen sind zu ideologisch. Ich werde das belegen. Es gibt zwei Deutsche, die an der Kremlmauer beerdigt sind. Clara Zetkin und Rudolf Decker. Noch nie war ein Bundespräsident oder ein Kanzler oder eine Kanzlerin dort und hat eine Blume hingelegt. Wenn das beides Franzosen wären, wäre selbst der konservativste Präsident dort gewesen. Warum? Die Franzosen lieben Jeanne d'Arc und Napoleon. Ich kenne kaum zwei Leute, die sich mehr voneinander unterscheiden können als die beiden. Aber das steckt in ihnen drin. Während wir immer unsere Ideologie ansetzen für heute, also entspricht Luther unseren heutigen ideologischen Vorstellungen, aber der lebte in einer anderen Zeit. Und deshalb gibt es in der ganzen alten Bundesrepublik nur eine einzige Straße, die nach Clara Zetkin benannt ist, und zwar in Stuttgart, wo es aber 1945 oder 1946 beschlossen worden ist, im damaligen Stadtrat, dass wir heute gar nicht mehr denkbar. Und ich sage es auch an unsere Adresse, ich weiß, welche Fehler Bismarck hatte, ich weiß, dass Bismarck die Sozialdemokratie verboten hat, ich weiß das alles
Und trotzdem, wenn ich jetzt der Oberbürgermeister einer großen Stadt wäre und es gäbe nicht ein einziges Gässchen, das an Bismarck erinnert, würde ich es vorschlagen. Und ich weiß, mich die Linken nach Hause schicken, weil sie mir alle Gründe sagen, die dagegen sprechen. Und ich glaube, dass wir uns davon in Deutschland befreien müssen, wenn wir eine andere politische Kultur haben. Wir müssen auch einen so konservativen Politiker wie Bismarck anders zur Kenntnis nehmen als bisher, und die müssen endlich mal klarer Zett gehen und andere, die Konservativen, zur Kenntnis nehmen, als sie es bisher getan haben. Und da die Kommunistinnen und Kommunisten immer ausgegrenzt waren in der alten Bundesrepublik, gab es zu denen niemals einen wirklich normalen, ich rede ja nicht von mehr, Bezug. Niemals. Das hat Folgen bis heute. So, und damit hängt Folgendes zusammen. Wenn wir eine Rechtsentwicklung in Europa und in Deutschland haben, und das habe ich gesagt, müssen alle über einen Schatten springen. Die Union genauso wie wir Linken. Wir müssen uns überlegen, was wir bis zur Union gemeinsam machen können, um diese Rechtsentwicklung zu stoppen. Da denke ich nicht, Koalition, das war wieder Quatsch, was daraus gemacht wird. Mit der Union keine Koalition. Sondern ich will, dass wir ein Gespräch führen. Und sagen, können wir uns auf 5 Dinge verständigen, die wir machen gegen die Rechtsentwicklung in Europa und in Deutschland? Oder nicht? Wenigstens versuchen. Und das Zweite ist, wenn wir die AfD überwinden wollen in Deutschland, müssen wir die Union auf Bundesebene in Opposition schicken. Anders geht es nicht. Solange sie führend regiert, kann sie der AfD nicht das Wasser abgraben. Wenn sie in Opposition ist und die Dinge nicht zu entscheiden hat, genauer kann ich es, will ich es gar nicht sagen, dann kann sie eine Rolle spielen, die die AfD überflüssig macht, ohne dass sie derart rechtspopulistisch wird, wie es die AfD ist. Das setzte aber voraus, dass SPD, Grüne und Linke in der Lage wären, eine Alternative anzubieten. Dazu sind sie alle drei nicht in der Lage. Ich sage extra alle drei nicht. Nicht die SPD, nicht die Grünen und wir auch nicht. Im Kern gibt es zu viele in allen drei Parteien, die das nicht wollen. Das ist nicht weiter schlimm, ich verstehe das. Mich braucht bei der SPD keiner aufzuklären. Die wollte 90 das Wahlrecht, das uns ausgeschlossen hat. Die hat den Immunitätsausschuss gegen mich geführt. Das weiß ich alles. Also da brauche ich gar keine Aufklärung. Trotzdem sage ich, wir werden unserer historischen Verantwortung nicht gerecht, wenn wir es nicht wenigstens versuchen. Denn wenn es dann erst die ersten Koalitionen Union, AfD gibt und die Dinge sich weiterentwickeln, kann es zu spät sein. Jetzt müssten wir versuchen, auch wieder über unseren Schatten springen und sagen, gut, dann machen wir ein Angebot. Vielleicht gibt es doch jemanden, auf den man sich zu dritt als Kanzlerkandidaten einigen kann oder als Kanzlerkandidate. Entweder parteilos oder er lässt die Mitgliedschaft oder sie in ihrer Partei ruhen. Da kann man an einen Gewerkschaftsfunktionär denken, man kann an verschiedene denken, ich will es bloß sagen. Ich glaube, dass wir ungewöhnliche Schritte gehen müssen. Und dazu sind wir zurzeit nicht fähig. Und die anderen erst recht nicht. Der Gabriel weiß überhaupt nichts mit sich anzufangen. Der ist froh mit seinem Job. Die Grünen streiten, ob sie mit der Union gehen oder nicht. Und ja, unserer Verantwortung werden wir alle, glaube ich, zurzeit nicht gerecht. Und wenn wir dann immer auf jede Frage 2 Antworten anbieten, verlieren wir weiter an Stimmen. Das ist das, was mich jetzt etwas traurig stimmt. Aber wir wollen ja nicht pessimistisch auseinandergehen, sondern auf optimistisch. Auf gar keinen Fall. Auf jeden Fall. Und das führt mich natürlich direkt zu der Frage, die ja viele interessiert, die du natürlich, naja, wir werden mal sehen, ich muss ja nicht vorher sagen, was du sagst, das wäre Quatsch, wollen ja keine Fragen stellen. 2017 haben wir im Mai, glaube ich, 12. Mai, wenn ich es richtig im Kopf habe, Bundespräsidenten. Oder Tinnenwahl, nee, je nachdem. Ich glaube im Februar. Im Februar schon, oh Gott. Im Mai haben wir NRW-Wahl und im September Bundestagswahl. Jedenfalls Bundestagswahl. Und jetzt war vor einiger Zeit in einer Zeitung zu lesen, dass du ja die Frage aufgeworfen hast, welche Rolle du im Bundestag spielen solltest und könntest. Du hast da Vorschläge gemacht. Und viele fragen sich natürlich, was wird aus Treptow-Köpenick? Also ich meine, ich verrate ja sicher kein Geheimnis, wenn ich sage, ich würde es hervorragend finden, wenn du dort wieder antrittst und gewinnst, aber
Wie sind deine Pläne? Da hätten Sie jetzt mal klatschen können an der Stelle. Nein, ich weiß es noch nicht. Ja. Weil ich finde meine Rolle in der Gesellschaft, die finde ich, die kann ich auch ausüben. Nicht nur Talkshows, nicht nur Bücher, Veranstaltungen der verschiedensten Art. Mein Sohn behauptet, ich bin im Augenblick der meistgereiste durch Deutschland. Also was für ein Nester ich komme. Aber auch in großen Städten etc. Das ist alles wahr, aber ich habe noch keine Rolle im Bundestag. Und ohne geht es nicht. Die muss ich ja dann auch erklären den Leuten. Darüber denke ich nach. Andererseits hat es mich so gerührt, am 1. Mai war ich in Treptow-Köpenick, wie ich da überall empfangen und begrüßt worden bin. Das geht mir natürlich auch nahe, so ist das ja nicht. Und natürlich, also wenn ich wieder antreten sollte, dann würde ich nur noch direkt kandidieren in Treptow-Köpenick, weil als Liste, das habe ich gemacht, logischerweise als Fraktionsvorsitzender, aber da ich das nicht mehr bin, also ich sage ja nochmal, man muss den anderen ja auch ihre Rolle überlassen, das finde ich ja auch gut. Ich werde es spätestens Ende September entscheiden, weil irgendwann im Oktober findet ja die Kandidatenaufstellung statt und bis dahin muss ich es ja entschieden haben. Und ich denke auch wirklich tapfer darüber nach. Und ja, ich weiß es einfach noch nicht. Also es geht in mir auch hin und her. Es gibt Momente, da denke ich das eine, dann gibt es Momente, da denke ich das andere. Und dann ist es so, dass ich darunter leide, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Und wenn ich mich dann entschieden habe, ist es in aller Regel fast unumstößlich. Weil dann bin ich so froh, dass ich es entschieden habe, dass ich da dann gar keine Zweifel mehr in mir zulasse. Das ist auch so eine komische Eigenschaft von mir. Aber insgesamt muss ich mal sagen, Gesine, da hast du auch deinen Anteil dran, da habe ich auch meinen Anteil dran. Wir haben vielen Mitgliedern eine Chance gegeben, eine Linke dauerhaft in Deutschland zu etablieren. Jetzt muss diese Chance aber auch genutzt werden. Und das liegt mir wirklich am Herzen. Ja, vielen Dank. Du hattest ja angekündigt, dass du noch eine Veranstaltung heute hast. Und wir wollten noch die Gelegenheit geben, dass auch Bücher signiert werden können. Darum kommen wir jetzt so ganz langsam zum Schluss. Ich werde noch einmal darauf hinweisen, dass wir morgen uns möglichst zahlreich wieder treffen auf dem Bebelplatz zum Lesen gegen das Vergessen. Und ich finde, dass auch solche Traditionen unbedingt aufrechterhalten werden müssen. Und man merkt ja häufig Dinge, wo man sagt, das weiß ich, das weiß doch jeder, ist doch ganz selbstverständlich, dass das natürlich nicht selbstverständlich ist, dass das Leute wissen. Also wir haben bei uns im Bundestagsbüro immer Praktikanten, Studenten, die sind dann 20, die Schülerpraktikanten sind 14, 15, 16. Ja, woher sollen die das wissen, wenn wir ihnen das nicht erzählen? Das ist ganz logisch. Also wäre toll, wenn Sie kommen und Sie werden auch Gregor Gysi treffen, Sie werden Beate Klasfeld treffen, Sie werden Jenny Erpenbeck treffen, Sie werden, jetzt muss ich die Namen wieder richten, in der richtigen Reihenfolge, Jessie James Lafleur, eine Spoken-Word-Künstlerin, auch ein, glaube ich, interessantes Erlebnis. Und kommen Sie alle und wir werden uns dort treffen, das wäre ganz toll. Darf ich dir nur sagen, dass ich für morgen Abend den Termin nicht halten kann, weil ich nach Köln muss? Was mir leid tut. Aber nachmittags. Ja, da komme ich. Ja, gut. Aber das Zweite, was ich sagen will, man muss ja natürlich auch historische Vorgänge nutzen. Als sie uns alles Geld weggenommen haben, konnte ich ja die Bibliothek im Kölnischen Park, eine Parteibibliothek, nicht aufrechterhalten. Und da habe ich dann der Treuhandanstalt mitgeteilt, ja, es tut mir leid, dann müssen wir die Bücher verbrennen. Wir werden den Platz X suchen und da ich es nicht bezahlen kann, Sie sie ja nicht haben wollen, dann werden wir die Bücher verbrennen. Aber ich lege großen Wert aus umgekehrtem Grund. Nicht, weil wir was gegen die Autoren haben, sondern weil das nicht lösbar ist in der Bundesrepublik Deutschland. Das wollten die dann auch nicht. So kannst du dann sowas auch nutzen. Wir haben dann doch einen Weg zur Finanzierung gefunden und zur Übernahme der Bücher, was zunächst völlig ausgeschlossen war. Das kotzt mich auch immer an, dass du alles so zuspitzt. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, dass wir einen Hungerstreik durchführen mussten, weil sie uns ruinieren wollten, nachdem sie... Aber da hat selbst die FAZ geschrieben, dann hättet ihr sie verbieten müssen. Auf dem Wege macht man das nicht, sagten die. Also plötzlich gab es dann auch wieder einen Dreh und so weiter. Und das lohnt sich ja dann auch zu kämpfen und zu streiten. Also ich sag mal, die Jahre mit Biski, mit Schumann, mit Vize, mit Brie, Bartsch, Pau, dir, Zimmer, vielen anderen waren auch spannend, wenn ich das mal sagen darf. Waren auch nicht schlecht.
Ja. Herzlichen Dank. Bevor ich Gregor ein kleines Geschenk, ja, steht hinter mir, überreiche, darf ich Sie und euch alle darauf hinweisen, dass am 23.06. die 48. Veranstaltung von Gedrucktes stattfindet. Wir werden Wolfgang Kohlhase mit seinem Buch Um die Ecke in die Welt hier begrüßen. Und wenn Sie mögen, können Sie sich heute bereits anmelden bei Michel, unserem neuen Unterstützer hier aus dem Kalibknechthaus. Herzlichen Dank. Das ist doch der Drehbuchschreiber. Genau. Ich muss sagen, das ist der Einzige, der Berlin-Filme kann. Es gibt sonst keinen. Wirklich, schauen Sie sich das an. Die einzigen richtig guten Berlin-Filme sind alle von ihm. Und da hat er wirklich richtig was drauf. Ein toller Mann. Glückwunsch, genau, dass du den gekriegt hast. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und dann gehen wir in die Sommerpause und im September geht es dann mit Katja Kipping weiter. Jetzt muss ich mich hier abstöpseln und greife zur Geschenktüte. Und es ist ja, also ich kriege immer gerne Geschenke. Mal sehen, was es ist.